Ja, vielleicht kriegst du das noch mal hin. Wollen wir das noch mal versuchen? Ja, ich wollte es auch gerade vorschlagen. Ich kann ja versuchen, nochmal in dieses Ich habe mich gerade eingeloggt Feeling zu kommen. Genau. Siehst Einen als Kind. wunderschönen guten Abend. Das war doch super. Ja, und jetzt ist es sogar so Ja. spät, dass wir da vielleicht gleich A cappella machen können mit Nis. Der kann das dann Ja, auch das wäre sagen. natürlich grandios. Ja, auf unseren zweiten Gast müssen wir heute ein bisschen warten. Der hat, ja, man weiß es nicht. Hat er ein Date? Ich weiß es nicht. Ich bin auch, in der Hinsicht habe ich so ein bisschen inzwischen so eine, unterlaufe ich so ein bisschen so eine kulturelle Deformation. Ich bin jetzt in der Stadt, die trägt den Spitznamen Mistress City, also Stadt der. Oh, da ist er schon. Ja, ich habe mich bei Mistress City gehört. Oh ja, The Mistress City, genau. Willkommen in der Mistress City. Genau, die Stadt hat so den Beinamen Mistress City, weil die Leute hier traditionell. Was heißt traditionell, aber die Leute hier wohl, zumindest ist das Vorurteil, mit ihrer Geliebten Urlaub machen. Und aber das ist dann vielleicht eher was für das Thema Passport Bros, falls wir das jemals anschneiden. Ja. Gut. Letzte Woche, nicht letzte Woche, letzte Sendung, haben wir, glaube ich, aufgehört mit der Ankündigung, dass wir uns mit der Unterscheidung Kunst-Wissenschaft beschäftigen wollen, was ja ein sehr großes, schwieriges Thema ist, was bestimmt schon andere Leute viel sinnvoller beschäftigt hat. Aber gerade in der Hinsicht, dass ich jetzt nochmal eine ältere Folge gehört bzw. bearbeitet habe und da im Verlauf dessen natürlich auch nochmal durchgehört habe, in der wir über. Also Simon und ich damals, das gab es damals noch nicht. Der kam ein bisschen später auf die Zumindest Welt. hier noch nicht. Oh nein. Genau, das kam ja ein bisschen später auf die Welt erst. Unterhalten haben darüber, wie wir Schreiben wahrnehmen oder wie wir unsere künstlerische Tätigkeit, aber wie wir also unseren Schreibprozess wahrnehmen oder unseren Schaffensprozess, kreativen Prozess. Und in der Hinsicht ist zum Beispiel auch so ein Aspekt bei mir, und das hat nicht so angefangen, muss ich sagen. Ich habe ganz unschuldig angefangen, was heißt unschuldig angefangen, aber ich habe so angefangen wie wahrscheinlich die meisten Leute. So als Kind, irgendwie, man hat irgendwie so eine Idee oder sowas. Das hatte ich in der Folge angesprochen. Die Folge ist Episode 5, kürzlich hochgeladen. Ich irgendwie als Kind hat man irgendwelche Ideen, man schreibt als Jugendlicher, man schreibt die halt irgendwie so auf, ne, was einem irgendwie so einfällt. Kam mir zumindest so vor. Und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, oder mit der Zeit habe ich das Bedürfnis gehabt, dass ich irgendwie bestimmte Inspirationen, die mich zu irgendwas gebracht haben, strukturierter einarbeite, weil natürlich viele Sachen sich nicht miteinander vertragen. Man möchte aber vielleicht die eine Idee drin haben, aber sie passt irgendwie nicht zur anderen und so weiter. Und dass ich inzwischen an dem Punkt bin, wo ich sage, dass ich Inspiration wirklich eher technisch fast verarbeite, dass ich wirklich, sagen wir mal zum Beispiel, was könnte man da haben? Es gibt so Motive, und das ist ja auch, glaube ich, eins der Themen, die ich sehr, sehr gerne anspreche. Es gibt so Motive, die wiederholen sich in ganz vielen Werken immer wieder und wieder und wieder. Und das sind teilweise sehr komplexe Motive, die dann, ich weiß nicht, warum, ob die irgendjemand anders auffallen. Es gibt ja TV-Tropes, ich mag ja TV-Tropes sehr gerne, aber das ist sogar noch zu, also die Website TV-Tropes, ich weiß nicht, ob die außer mir noch jemand kennt. Ich denke schon, dass der echt beliebt ist. Ja, und das ist sogar dann aus meiner Sicht klar, das sind dann Sachen, die haben eine sehr große, also die haben eine große Extension, die kommen in sehr, sehr vielen Werken vor, aber die sind sogar noch zu wenig spezifisch. Also ich möchte zum Beispiel das Motiv riesige Kanone verschießt Magie. Kommt
in einer Reihe von Werken vor, zum Beispiel Grandia. Final Fantasy VII. Fire 4. Thank you.
Das sind alles japanische Rollenspiele, die ungefähr aus derselben Zeit kommen. Also kann man sich vorstellen, dass wahrscheinlich das eine miteinander, dass die irgendwie miteinander zu tun haben. Und solche Sachen, also sehr komplexe Arrangements, sich wiederholen. Oder zum Beispiel, was Simon vielleicht auch bekannt ist, Tetsuo the Iron Man. Wenn man sich den anschaut, ne, das Design von Tetsuo the Iron Man mit dem schönen Okular und den Schläuchen, die aus dem Kopf kommen, ist praktisch identisch mit dem Design der Borg. Security, report to main engineering. We have an intruder. So, ne? Ist mein Ja. Eindruck. Was machen Borg? Borg assimilieren. Was macht diese Substanz, aus der Tetsuo besteht? Ne? Also, er macht das ja vielleicht selber nicht, aber es gibt ja die Szene, diese Frau mit dem Kugelschreiber diesen Klumpen ansticht und dann wird sie ja auch assimiliert, ne? Ja. Ja. Und dass die beiden, die beiden, also die, die, und das finde ich ja wirklich eine sehr, also eine fast schon okkulte Koinzidenz, ne? Weil die Borg kamen, ich glaube, 2 Wochen, der erste Kontakt, glaube ich, die Folge The Next Generation, kam 2 Wochen vor Tetsuo the Iron Man raus. Also viel zu kurz, als dass dieser Film darauf beruhen könnte, dass Ja. man das gesehen hat. Ne? Also wie hat diese Inspiration das dahin geschafft? Ne? Ist das wirklich nur Zufall? Weiß es nicht. Ne? Ja, stimmt. Also ich bin kein Star Trek-Gucker, daher ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich kenne die Borg natürlich, aber ich hatte sie nicht präsent. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, das ist schon spannend. Genau, und dann das, was auf jeden Fall aber offensichtlich damit zusammenhängt, ist dann zum Beispiel Akira. Nis kennt es Ja, nicht. Hat klar. sich, Nis ist ja, für Nis ist jetzt ja ein rotes Tuch-Anime, aber Simon kennt es wahrscheinlich. Der Mensch heißt Tetsuo, er besteht zumindest ich weiß es nicht, wie es im Manga ist, aber wahrscheinlich entfernt sich der Anime nicht zu weit vom Manga. Oh doch, sehr extrem sogar. Ich weiß, dass es von der Handlung her tut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch im Manga ein techno-organischer Klumpen ist am Ende. Ja, okay. Genau. Und er heißt Tetsuo und er assimiliert, glaube ich, seine Freundin. Ich glaube, das passiert da auch immer, ne? Die beiden folgen. Also solche Sachen, ne? Gut, das kam natürlich dann viel später. Das ist jetzt ein kleiner Einschub. Ich bin ja sowieso der Ansicht, dass sich Akira ganz stark bedient hat bei Star Trek, ne? Da gibt es mehrere Zitate. Ich glaube, also auch die letzte Szene, in der die beiden dann kämpfen, ne? Also Kaneda macht sich mit diesem Lasergewehr auf den Weg, Tetsuo in diesem Olympiastadion zu stellen, ist aus einer Folge von The Original Series, Where No Man Has Gone Before. Und was da passiert ist, das Raumschiff Enterprise an Bord ich glaube, er ist ein Schüler, also Kirk hat irgendwie, bevor er Kapitän wurde, hat er an der Starfleet Academy unterrichtet und da hat er einen Schüler. Also ganz ähnliche Beziehung zwischen Kaneda und Tetsuo, also ein paar Jahre jüngerer Schüler irgendwie.
Und das Raumschiff Enterprise durchbricht irgendwie die Barriere, die um die Galaxie liegt. Also ist irgendwie so eine Barriere außen herum und da fliegen die dann durch und immer gegenüber Kirk immer so ein bisschen unterlegene Mensch entwickelt dann also Psi-Kräfte, ne? Und der Showdown ist dann auch, dieser Mensch wird dann irgendwie wahnsinnig mit seinen Kräften und bedroht das Raumschiff und vielleicht mehr, vielleicht die Galaxie. Und dann kommt es irgendwie zum Showdown und Kirk macht sich mit einem Lasergewehr oder Phasergewehr auf dem Weg, den irgendwie dann zur Strecke zu bringen, was dann auch gelingt. Und das halte ich auch für so ein Zitat. So gut, und solche Sachen, ich weiß nicht, ob man da schon vom Topos reden kann. Das kommt ja nur an einer Stelle vor, aber beziehungsweise wird dann nur an einer Stelle zitiert. Aber solche Sachen aufzuzeigen und das, und dann bin ich auch fertig mit der Einleitung, das ist jetzt auch schon so ein Standardsatz. Wo ich aber merke, also ich nehme meinen Schreibprozess irgendwie schon so wahr, dass ich gewissen Anforderungen genügen möchte. Ne? Das ist nicht einfach nur irgendwie eine Eingebung, die ich so habe, so eine Inspiration, sondern ich sehe das als eine Art, eine Lösung zu finden. Eine Lösung zu finden für ein Problem. Also zum Beispiel, an welchen Stellen kommt das überall vor? Was ist der gemeinsame Nenner? Wie kann man das irgendwie. Also ich fühle mich in dem Vorgang nicht unbedingt frei. Ich habe natürlich, warum möchte ich das überhaupt machen? Das ist natürlich eine Inspiration in dem Sinne, ne? Aber genauso gut könnte man sagen, warum möchte jemand Käfer klassifizieren? Ne? Das ist natürlich auch erstmal irgendwas, was vielleicht nicht jeden anspricht, was aber allgemein als Wissenschaft gilt. Ne? Also natürlich hat die Person hat die Eingebung, sie möchte Käfer klassifizieren. Das ist natürlich. Ohne diese Eingebung ergibt sich das ja nicht, dass man das macht. Aber sobald man damit anfängt, ist man an das Präexistente ja irgendwie gebunden. Ne? Das ist ja dann nicht mehr eine kreative Arbeit. Und das ist der Punkt, wo mir die Einteilung zwischen Wissenschaft und zumindest manchen Formen von Kunst tatsächlich ziemlich schwer fällt. Ne? Also klar. Wenn ich sozusagen sowas klassifiziere, dann ist zumindest ein Teil der Arbeit, fühlt sich für mich schon mehr wie Wissenschaft an. Und andersrum, wir hatten das ja letzte Woche, glaube ich, so stehen lassen. Es geht bei Literaturwissenschaft darum, Metaphern zu identifizieren. Metaphern, die. Und ich glaube, in der Hinsicht verstehe ich jetzt auch, warum es nicht relevant ist, dass man den historischen Kontext kennt. Metaphern, die einem gewissen, wie auch immer das dann zustande kommt, aber die einem gewissen Regelwerk entsprechen, wie Metaphern zu entstehen haben. Ne? Also sei das jetzt irgendwie Anhänger von Freud oder Queer Theory oder wie auch immer. Ne? Also aus irgendeinem Grund haben sich bestimmte Instrumente, sage ich mal, etabliert, als so sind diese Metaphern zu erstellen und dann konstruiert man sie. Und da sehe ich jetzt nicht unbedingt, warum man das nicht als Kunst betrachten sollte, in demselben Maße. Ich finde, das hat noch viel mehr miteinander gemeinsam, ob man das jetzt in Kunst oder in Wissenschaft tut, als jetzt die Form von Kunst, die ich gerade beschrieben habe, jetzt gemeinsam hat mit der Form von Kunst, die ist und die ich selber nicht so gut verstehe tatsächlich, aber die vielleicht der allgemeinen Vorstellung von Kunst viel mehr entspricht. Da hat jemand irgendwie eine Vision oder eine Inspiration und bringt die dann zu Papier oder zu Noten oder zur Leinwand oder wie auch immer. Ja, das ist so das Problem, das ich damit habe, ne? Also, warum ist Literaturwissenschaft keine Kunst? Und wenn es Wissenschaft ist, warum sind dann nicht auch manche Formen von Kulturgutproduktion Wissenschaft, ne? Und ganz abgesehen davon, und das ist wirklich das Letzte, was ich dazu sage, ganz abgesehen davon, von diesem Meta-Level, von dass man natürlich
was wir in frühen Folgen besprochen haben, wenn man davon ausgeht, dass AI zum Beispiel irgendwie Bücher schreiben kann eines Tages, dann ist es ja, dann gibt es ja auch noch dieses Level von, man kann die Erstellung eines Kunstwerks ganz allgemein runterbrechen auf Technik, ne? Also ich habe die Zielsetzung, ich möchte irgendwas verkaufen und die Sätze, die in einem Buch stehen zum Beispiel, orientieren sich ganz allein daran, was ist das, was jetzt am ehesten Verkaufszahlen erzeugt. Ne? Ich glaube, das ist nochmal ein Das anderer, Marvel-Modell. genau, ich glaube, das ist nochmal ein anderer Aspekt, aber auch in der Hinsicht ist es natürlich, könnte man ja sagen, wenn man jetzt wirklich alle möglichen Sätze nimmt, man kann jetzt alle möglichen Sätze generieren und man wählt aber die aus nach dem Kriterium inhaltslos, nach dem Kriterium, welche zigste Dezimalstelle ist jetzt am größten bei beim Einkommenszuwachs, wenn ich das jetzt irgendwie auf Papier bringe, dann ist es natürlich auch nochmal ein Aspekt von das erstmal zu ermitteln, ist Wissenschaft und es umzusetzen ist Technik, das würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube, das ist nochmal eine andere Ebene, auf der das stattfindet. Ja, das war, glaube ich, so meine Einleitung dazu. Ja, da hast du jetzt ja wirklich einiges aufgemacht. Ich bin gespannt, ob wir das heute alles überhaupt durchbekommen. Ah, wir werden uns noch oft treffen. Das denke ich auch. Dass das Kunstwerk zumindest in gewisser Weise auf seine technischen Aspekte runtergebrochen werden kann, würde ich so sofort unterschreiben. Ich habe jetzt schon mehrere Wochen nicht in ChatGPT reingeschaut und geguckt, wie sich das weiterentwickelt hat. Die ersten Geschichten, die es mir geschrieben hat, waren doch noch recht unbeholfen, aber ich glaube, dass sich da inzwischen auch einiges getan hat. Und das ist, denke ich, auch so ein Aspekt dessen, was man sehr gerne in irgendwelchen Internetforen liest. Schreiben ist ein Handwerk, das kann man lernen. Genauso wie man natürlich auch malen und zeichnen lernen kann. Vielleicht ist der Stil dann nicht gut, aber und vielleicht sind die Bilder auch uninspiriert, aber zumindest bestimmte Techniken wie Perspektive oder in der Literatur Rückblenden und so weiter kann man erlernen. Spannendes Schreiben, da gibt es vom Duden Verlag tatsächlich ein kleines Büchlein. Das ist so in gewisser Weise schon erlernbar. Aber jetzt hast du eben auch dieses Stapfen aus sich selbst heraus angesprochen, das ja in wirklich diversen Filmen, Serien eigentlich überall romantisiert wird. Der Schriftsteller setzt sich in einem Rausch an seine Schreibmaschine oder noch besser nimmt eine alte Schreibfeder, taucht sie in Tinte und legt dann los und schreibt in einem tagelangen Rausch den nächsten großen Roman herunter. Das ist, glaube ich, so weit von der Realität entfernt, wie es nur sein kann. Lege das jetzt mal bewusst außen vor. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass es so etwas gibt. Ich denke, dass Rimbaud ein solches Ausnahmetalent war. Aber Prosa, erzählende Texte stellen da, glaube ich, nochmal ganz andere Anforderungen an den Autoren. Und die Inspiration, die dann eben ein rein technisches Werk von einem spannenden, künstlerisch anspruchsvollen Lesenswert, wie auch immer man es nennen möchte, Werk abhebt, ist, denke ich, wenn man das jetzt auf den Nenner bringen möchte, wirklich so das Einzige, was der Mensch auf lange Sicht der KI voraushaben könnte. Aber möglicherweise täusche ich mich auch da. Aber das beantwortet natürlich nicht den Kern deiner Frage, nämlich, ja, wie ist das eigentlich zum einen mit diesem Inspirationsmoment, wo kommt das her, wie verarbeitet man das? Und zum anderen, wo sieht man gerade in der Literaturwissenschaft die Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft? Das ist nämlich manchmal tatsächlich gar nicht so klar. Man könnte jetzt natürlich sagen, das eine will unterhalten, das andere hat ein Erkenntnisinteresse. Aber da gibt es ja durchaus Mischformen, bei denen beides möglich ist. Genauso wie es auch Nichtwegromane mit Erkenntnisinteresse gibt. Und das ist was, das man, denke ich, durchaus ventilieren sollte.
nicht zuletzt, um eben auch eine Legitimation der Literaturwissenschaft zu schaffen. Ja, also ich hatte das neulich in der Gruppe, in der wir alle nicht sind. Nis ist ja jetzt auch hier, deswegen ist er auch nicht in der Gruppe. Hatte ich das ja angesprochen. Ich sehe, also in gewisser Weise, wenn ich zum Beispiel einen Sherlock-Holmes-Roman habe, ist das, also den Unterschied, den man machen kann, wie soll ich sagen, also wenn ich das jetzt irgendwie auf dieselbe Metrik bringen möchte, dann würde ich sagen, also Kunst ist auch die Nennung von Möglichkeiten unter bestimmten Prämissen. Und in der Hinsicht, natürlich, es möchte nicht unbedingt informieren, weil die Prämissen möglicherweise nicht die der Realität sind. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt wichtig ist. Also wenn ich jetzt, das ist etwas, was wir als Zivilisation nicht betreiben, aber man könnte sich das ja vorstellen, ne? Wieder irgendwelche Aliens, ich bringe das ja gerne, irgendwelche Aliens zum Beispiel eine Physik betreiben, eine Physik der Möglichkeit. Die zum Beispiel sagen, und wenn wir irgendwann fertig sind, wenn wir irgendwie die große Weltformel haben, machen wir das vielleicht auch. Wie wäre das Universum, wenn das anders wäre? Das ist ja nicht unbedingt weniger informativ, ne? Also wir versuchen ja mit unserer Wissenschaft zumeist zu beschreiben, was ist, ne? Aber das muss ja nicht so sein, ne? Also wenn man vielleicht machen das auch gewisse Wissenschaften, ne? Ich glaube, heutzutage wird es hauptsächlich Gibt's das praktiziert. nicht schon? Also ich würde sagen, es wird praktiziert hauptsächlich, wenn man nicht weiß, wie etwas ist, ne? Also zum Beispiel Kosmologie nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil es sehr hochgegriffen, aber es ist das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, ne? Wo man dann irgendwie guckt, welche Eigenschaften ergeben sich aus der Form des Universums, und weiß man nicht, welche Form hat es, dann guckt man mal, okay, wenn das Universum offen ist, dann ist es so und so, und wenn das Universum geschlossen ist, verhält sich so und so, und wenn es irgendwie jetzt, ich glaube, das ist ja jetzt das Aktuelle, Sattelform, hyperbolischer Paraboloid, dann verhält es sich so und so und so weiter. Und dann, weil man aber nicht weiß, welche Form hat es denn nun, ne? Und dann versucht man, sich dem anzunähern, indem man unter verschiedenen Prämissen die Ergebnisse irgendwie dann, die das dann hätte, auskalkuliert, und dann schaut man sich jetzt an, ob es mit der Realität irgendwie übereinstimmt. Aber ansonsten wird es, glaube ich, ist das, ja, ist das, habe ich es so richtig wiedergegeben? Würde ich, glaube ich, sagen, und vor allen Dingen ein Beispiel, was ich persönlich relativ okayisch gut kenne, ist Xenobiologie. Das ist eben Teil der synthetischen Biologie, um eben, hey, das sind theoretisch andere Formen der Datenspeicherung, ohne DNA oder vielleicht mit anderen DNA-Formen, mit anderen Basen. Was für andere Basen könnte es geben? Ja, was für anderes Leben ist eventuell möglich? Und das wird da eben erforscht, eben als Wissenschaft, wo es wird davon ausgegangen, dass eventuell Leben irgendwo anders auch so möglich ist, daher immer noch Wissensgewinn, aber eben ohne ein wirkliches Beispiel momentan zu haben. Xenobiologie finde ich tatsächlich, und ich glaube, deswegen ist das auch so was Beliebtes, ne? Also Xenobiologie, das ist irgendwie sehr populär. Also ist so eine Popwissenschaft, glaube ich auch. Wenn dann irgendjemand den, weiß ich nicht, den Jupiterianer zeichnet, der irgendwie also einen Gasballonkörper hat und so einen Also Filtrationsmund es geht und so. jetzt nicht also schon so dieses Theoretische ist auch Teil davon, aber ich gehe jetzt wirklich so, dass Leute im Labor sitzen und versuchen, Einzeller zu synthetisieren, welche andere DNA haben, nicht irdische DNA. Okay, aber gut. Ja, gut, ohne jetzt auf die Details der Xenobiologie einzugehen, was vielleicht auch ganz interessant wäre, vielleicht hört das irgendjemand mal, irgendein Xenobiologe, und möchte sich bei uns melden. Aber ich habe ja sowieso Kontakte, haben wir in der Denver-Folge bearbeitet. Es ist ja jetzt, diesen Sommer ist ja wieder die Konferenz, mal schauen, ob ich da wieder hingehe. Ja, MUFON-Konferenz. Aber genau, aber das nehme ich, dann nehme ich das mal als Beispiel. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr, sehr passend. Also anscheinend gibt es solche Bereiche in der Wissenschaft, in denen man einfach Möglichkeiten erkundet. Und dann,
Gut, dann haben wir, also da habe ich, würde ich sagen, es gibt die beschreibende Wissenschaft. Aber klar, natürlich beruft sich eine Wissenschaft, die Möglichkeit erkundet, auch immer auf die Prämissen, die diese Möglichkeit ermöglichen. Ne? Also die muss sich ja auch, wahrscheinlich bezieht sich die Xenobiologie auch auf Naturgesetze. Ne? Also es ist nicht was ganz Lovecraftiges, dass sie dann sagen, wir iterieren jetzt die Folge aus. Also wir iterieren jetzt die biologischen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, wenn das Universum irgendwie ganz irgendwo anders, ganz, ganz anders ist. Ne? Also man guckt sich wahrscheinlich an, ne? Also nicht wie, was passiert, wenn die Schwerkraft irgendwo anders verkehrt rum funktioniert oder sowas. Oder Entropie rückwärts läuft oder sowas. Was vielleicht auch interessant wäre, aber nee, gehen wir mal so weit. Und gehen wir mal so weit zu sagen, man hintergeht, und das ist ja sogar noch mehr als das, was Kunst tut eigentlich. In allen mir bekannten Fällen. Man hintergeht jetzt mal alle Prämissen und man geht wirklich auf die letzte Prämisse zurück und sagt einfach nur, es ist irgendetwas. Und was kann das dann sein? Und vielleicht sind wir irgendwann an dem Punkt, vielleicht haben wir so viel Wissen, wissen wir alles schon, dass die einzige Möglichkeit noch ist, irgendetwas zu sagen, ist, was wäre, wenn alles anders wäre? Also, wenn wirklich nur etwas ist und dann gucken wir, wie kann das sein und was folgt darauf? Ohne dass irgendwas anderes gegeben ist. Aber das ist wahrscheinlich nicht, was Xenobiologie macht, würde ich sagen. Aber ich glaube, so weit muss man schon gar nicht mehr gehen. Also ich glaube, ich finde, solche Wissenschaften gehen dann schon genau in die Richtung. Also das ist, glaube ich, so der eine Aspekt, dass man Möglichkeiten nimmt. Und der andere Aspekt ist, glaube ich, die Spezifizität. Wie gesagt, also eine Sherlock-Holmes-Geschichte ist vielleicht und so würde ich es auf eine Metrik bringen, ist vielleicht die Nennung einer möglichen Folge aus einem unkompletten Satz von Prämissen. So würde ich das mal sagen. Ne? Es ist extrem spezifisch, wenn ich so eine Geschichte anschaue. Die gehen in eine bestimmte Straße, eine bestimmte Person ist der Mörder und so weiter und so fort. Man kann sich natürlich vorstellen, das hat alles irgendwelche Prämissen, ne, die wahrscheinlich von unserer Welt gar nicht so weit entfernt sind. Irgendjemand, Sherlock Holmes, hat, weiß ich nicht, IQ von 250, wie auch immer. Ist vielleicht möglich, dass jemand irgendwie so in England geboren wird, dann gleichzeitig werden ganz viele Verbrecher geboren, die auch so Halbgenies sind. Ist alles möglich, ne? Das ist alles ein denkbares Paralleluniversum. Aber es ist ein sehr, sehr also eine sehr, sehr spezifische Folge, würde ich sagen, ne? Und sie wird nicht als Möglichkeit genannt, sondern sie wird als Tatsache genannt. Das war ja die Sache, die ich in der Gruppe nicht angesprochen habe, weil ich ja auch nicht drin bin. Aber in der Hinsicht, und das ist, glaube ich, jetzt das am weitesten, wie ich das abstrahieren kann, in der Hinsicht finde ich Kunst und Wissenschaft, zumindest manche Formen der Kunst, beziehe mich jetzt allein auf Literatur, also Musik kann ich da jetzt zum Beispiel gar nicht einordnen. Schon vergleichbar in dem Sinne, dass es die möglichen Folgen von bestimmten Prämissen darstellt. Ist es Informationsgewinn? Es hat bestimmt nicht die Intention, Informationsgewinn zu sein, ne? Also das ist dann die Frage. Wie gesagt, manche Romane schon, aber dann auf einer anderen Ebene, ne? Also wenn ich irgendwie den Tod des Iwan Ilitsch lese, dann ist natürlich nicht die Idee, dass die Ereignisse darin, also dann soll mir nicht gesagt werden, die Ereignisse darin sind die Folge von bestimmten Prämissen, die auch gar nicht klargestellt werden, ne? Sondern ist natürlich dann allegorisch zu lesen. Simon wird mich jetzt umbringen, weil ich sage, das ist allegorisch, vielleicht ist es auch was ganz anderes, ne? Aber es ist natürlich dann eine andere Lesart intendiert, die mich irgendwie edifizieren soll, ne? Nicht die Lesart von. Das beschriebene physische Universum folgt jetzt aus bestimmten Prämissen. Das ist natürlich nicht das Intendierte. Und in der Hinsicht unterscheidet sich es natürlich von Wissenschaft, aber ja, aber das ist so, wie ich das auf eine Metrik bringen könnte, vielleicht. Genau. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass wir uns so dem Event Horizon annähern, an dem es dann vielleicht gar nicht mehr möglich ist, eine Unterscheidung zu treffen. Natürlich hast du recht, dass Literatur, ich nenne es immer, ein Möglichkeitsspiel ist und Wissenschaft eher mit Hypothesenbildungen arbeitet. Was natürlich in gewisser Weise auch ein Möglichkeitsspiel ist, aber auf einer anderen ontologischen Ebene, würde ich behaupten. Aber
gestern, natürlich kam er wieder zu Lovecraft und erst gestern habe ich mit einem Freund über wohl neuere Entwicklungen in der Neurobiologie gesprochen. Ich bin da überhaupt nicht drin, darum verzeihe man mir eventuell falsche Begrifflichkeiten. Es gab jetzt wohl ein Experiment, bei dem Menschen auf einem Bildschirm irgendwie hüpfende Punkte gezeigt wurden. Währenddessen wurden bestimmte Neuronen stimuliert und diese Menschen nahmen diese Punkte dann nicht mehr als hüpfend, sondern als fallend wahr. Das ist so die ganz grobe Prämisse dieses Experimentes. Oh. Gesagter Freund war sehr schockiert. Mich hingegen hat das, vielleicht auch, weil ich es nicht ordentlich durchdacht habe, gar nicht so sehr schockiert, weil es in meinen Augen sehr Lovecraftisch ist. Und ja, von daher meinem Denken gewisserweise schon vertraut war. Besagter Freund hingegen hatte große Schwierigkeiten damit, auch meine Akzeptanz zu akzeptieren. Und wollte dann auch diese Lovecraft-Erklärung haben, beziehungsweise erklärt haben, was es da eigentlich mit Lovecraft auf sich habe in diesem Zusammenhang. Und ich glaube, dass Lovecraft da tatsächlich ein sehr schönes Beispiel ist für das, was du jetzt erzählt hast. Ich habe seine Geschichten gestern bei besagtem Freund als Gedankenexperimente bezeichnet. Lovecraft hat ja zu seiner Zeit hochaktuelle wissenschaftliche Hypothesen und Erkenntnisse genommen, zum Beispiel die Relativitätstheorie, und sie in seinen Geschichten verarbeitet und banal formuliert weitergesponnen. Und ich glaube nicht, dass er einen wissenschaftlichen Anspruch hatte. Dafür war sein wissenschaftlicher Anspruch an sich zu hoch, um ihn in Literatur auszuarbeiten. Aber er wollte, denke ich, die Implikation wissenschaftlicher Möglichkeiten nicht einmal demonstrieren, sondern für sich selber ausprobieren. Und da konvergiert jetzt ja das eine mit dem anderen von dem, was du beschrieben hast, eben die Wissenschaft mit der Literatur als Möglichkeitsraum. Gut, der Möglichkeitsraum kam von mir, aber ich habe ihn ja verwendet, um einen passenden Begriff für das, was du sagtest. Also ergibt das Sinn, was ich sage? Ja, ich mache vor allem eine Notiz, Ja. dass wir die Punkte, die hüpfenden Punkte in einer B-Folge nochmal ansprechen, weil das ist, glaube ich, geht nochmal in eine andere Thematik, die ich auch sehr interessant finde. Ja, aber ich finde den Begriff gut gewählt. Ja, Möglichkeitsraum. Ja, finde ich gut. Akzeptiert. Das freut mich schon mal. Ich kann ja mal eben schauen. Ich kann es dann ja auch in die nicht existierende Gruppe packen. Mir wurde auch der Name des Wissenschaftlers genannt, der dieses Experiment durchgeführt hat. Oh ja, da haben wir schon einen Aufhänger für einen Branch. Für einen Branch drauf. Okay, ja. Ja, da gibt es bald Spin-off-Folgen mit den gleichen Schauspielern in anderen Rollen. Ja, ich habe ja schon an der letzten Episode, die ich gehört habe, habe ich ja schon ganz viele Ankündigungen ausfindig machen können von Themen, die irgendwann bearbeitet werden. Also da haben wir noch ziemlich viel vor uns. Vielleicht muss man sich irgendwann überlegen, ob man nicht weiß ich nicht, mehrere Karikaturen dieser Runde mit anderer Besetzung erzeugt, dass man genug Potenzial hat, das alles abzuarbeiten. Ne? Aber also was ich mich frage, ja, ich sehe das nicht, ja, du hast recht, also ich würde auch sagen, genau, die Implikationen in einer gewissen Weltsicht oder die Möglichkeiten einer gewissen Weltsicht werden da irgendwie künstlerisch aufbereitet, möchte man vielleicht sagen. Aber ich weiß noch nicht, ob das ist, ob das so wörtlich nimmt, wie ich es gemeint habe. Also, weil du gesagt hast, Kunst und Wissenschaft, also Wissenschaft arbeitet mit der Hypothese, aber auf einer anderen ontologischen Ebene. Und genau das würde ich dann. Ich habe keinen Zweifel daran, dass jemand, der Kunst schafft, darüber anders denkt als jemand, der wissenschaftlich arbeitet. Ne? Aber das ist halt genau die Dichotomie, die ich aufbrechen möchte, weil ich mich und die Literaturwissenschaft, so wie sie arbeitet, wie wir das letztes Mal etabliert haben, eben genauso nicht sehe. Ne? Also, ihr werdet dafür bezahlt, Metaphern zu erstellen. So, kann man
Ja, dafür werdet ihr bezahlt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie ich jetzt zum Beispiel arbeite, ne? Also so wie ich jetzt im Moment vorgehe, und das wird natürlich, irgendwann wird das dann auch anders, wenn es ans tatsächliche Schreiben einer Geschichte geht. Aber vielleicht nimmt man mal, angenommen, ich würde jetzt in ein Rollenspiel-Setting schreiben, zum Beispiel. Wo dann nicht unbedingt Geschichten vorkommen, sondern ich beschreibe ja erstmal die Welt. So. Und ich möchte jetzt eine Welt haben, deren Regelwerke, und das kann man natürlich so oder so sehen, ne? Also, oder nehmen wir mal eine sehr komplizierte Prämisse an. Nehmen wir mal die Prämisse an, ich möchte ein Setting, und wie gesagt, jemand, der anfängt, Ameisen zu klassifizieren oder Insekten oder was auch immer, hat natürlich auch erstmal einen nicht künstlerischen Impuls, das zu tun, würde ich jetzt sagen, ne? Also das, oder einen nicht wissenschaftlichen, meine ich, ne? Also der braucht erstmal den Impuls, das zu tun, und dann ist er an gewisse materielle Bedingungen gebunden, ne? An gewisse Bedingungen gebunden, das, was er so vorfindet, ne? Und in der Hinsicht, wenn ich jetzt zum Beispiel die Prämisse habe, von der ich sagen würde, dass sie allein aus Kulturgründen als nicht wissenschaftlich gilt, aber die nicht fundamental an sich anders ist. Ich möchte eine Aufstellung aller Charaktere oder Gerätschaften, aller Entitäten, die irgendwie, also ihre einzelnen Vorkommen in allen fiktionalen Werken oder möglichst vielen fiktionalen Werken, so viele wie man das halt irgendwie hinkriegt, abbildet, dabei allen Vorkommen, allen diesen Iterationen möglichst ähnlich ist, möglichst viele ihrer Eigenschaften hat und so weiter und so fort. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte eine Aufstellung von Kanone, riesige Kanone, die Magie verschießt, weil ich das irgendwie in ganz, ganz vielen Iterationen finde, und jetzt möchte ich irgendwie den Archetyp magische Kanone erzeugen. So. Also ich möchte irgendwas, was möglichst gut diese einzelnen Iterationen modelliert, dabei am wenigsten auf die Eigenschaften verzichtet, die einzelnen Iterationen haben. So. Oder zum Beispiel langhaariger Supermensch, der irgendwie über die Erde herrscht. Wo findet man das? Das findet man Warhammer 40k, gibt es den Imperator, Supermensch mit langen Haaren. Wie gesagt, ich halte den inspiriert von Fabio, aber das ist ein anderes Thema. Imperator, lange Haare, groß und muskulös und magische Kräfte. Wieder Star Trek, Khan. Captain, acknowledge. Unable to flood engineering section. I suspect. This is Scott. Captain's headed for the engineering section. I'll follow in case. Negative. We must protect the vessel while the anesthesia lasts. Meet me in the armory. I'm blowing it clear first. Spock out. I understood your manuals. That's an overload in progress. Your ship flares up like an exploding sun within minutes. Your strength. Final Fantasy 7, Sephiroth, lange, lange weiße Haare, genetisch modifizierter Supermensch und so weiter. Ne? Also gibt es ganz viele genetisch modifizierte, könnt ihr jetzt nachschauen, gibt es ganz oft langhaariger genetisch modifizierter Supermensch überall. Breath of Fire 4, genetisch modifizierter Supermensch, nein, nicht mehr so magisch genetisch mit langen Haaren und so weiter. So. Das ist anscheinend so ein Archetyp. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, warum nehme ich jetzt nicht. Geht jetzt so ein bisschen in Detail, ne? Aber warum nehme ich jetzt zum Beispiel nicht, ich möchte jetzt den Archetypen
haben, der sich aus magischer Kanone und langhaarigem Supermenschen zusammensetzt und ich möchte irgendwas erzeugen, kann man natürlich auch haben, ne? Also vielleicht hat irgendjemand den Impuls. Ich habe ihn nicht, ich habe das Gefühl, dass bestimmte Sachen eher zusammengehören und ich möchte vielleicht diese Archetypen rausarbeiten. Ne? Wenn ich das getan habe, habe ich dann nicht schon ein fiktionales Universum irgendwie erzeugt? Ne? Es fehlt dann nicht mehr als, je nachdem wie komplett das dann ist, ne? Es fehlt dann nicht mehr als der Einleitungssatz, in diesem Ding kann man ein Rollenspiel spielen, zum Beispiel. Aber das ist eine Auflistung von Archetypen. Das gilt jetzt nicht als anerkanntes, vielleicht in der Anthropologie, ne, wenn man das richtig verpackt. Ich glaube, da gibt es so eine Grauzone. Ne? Wenn ich so eine anthropologische Arbeit richtig verpacke, könnte sie in einer Rollenspielwelt aus Archetypen irgendwie münden. Das wäre natürlich dann nicht wirklich also nicht In-Game-Archetypen, aber es wären dann die Archetypen von Iterationen gewisser Tropen. So, und in der Hinsicht, das ist halt kein Impuls, der kulturell oder tradiert als wissenschaftlicher Impuls gilt, aber es ist nicht weniger etwas, was sich an dem vorhandenen Material orientieren muss. Und wenn man sagt, Literaturwissenschaft ist das Erzeugen von Metaphern nach gewissen Regelwerken, also sei es irgendwie Freudianismus oder Queer Theory oder wie auch immer. Das muss ja dann auch nicht irgendwie was Physisches vorfinden, wie jetzt Ameisen oder Insektenrassen oder Spezies oder was auch immer. Und dann sehe ich mich halt schon in der Position zu sagen, okay, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen weiter davon entfernt, Wissenschaft zu sein, vielleicht aber auch nicht. Aber ich mache ja auch nichts anderes, wenn ich schreibe. So. Ist klar, was ich sagen möchte? Also das ist, es ist sogar mehr als eine Hypothese, es ist ja in der Hinsicht eine Tatsache, es ist eine von ganz vielen wahren Tatsachen, vielleicht gibt es ja auch den Archetyp von Kanone und Langhaarigem, ne? Vielleicht gibt es ihn auch, warum nicht, ne? Aber da sehe ich mich genau in dieser Funktion, also in dieser Rolle auch. Ich habe einen erstmal nicht wissenschaftlichen Impuls, das zu tun, und danach arbeite ich nach gewissen Regeln, die ich nicht willkürlich verletzen kann, das Vorhandene ab und gewinne daraus Informationen, ne? Das würde ich so sehen. Gut, jetzt lassen wir vielleicht den Sherlock-Holmes-Roman mal weg, weil ich glaube, das ist dann nochmal ein anderer, vielleicht auch nicht fundamental anders, aber nochmal weiter entfernteres Format. Aber ich glaube, das lässt sich auch irgendwie einordnen. Aber ich glaube, das, was ich gerade beschrieben habe, ist dann noch dem ziemlich nah. So, ne? Und da weiß ich ja nicht, warum das nicht auch eine Wissenschaft sein kann. Ne? Also diese Art von Arbeit. Also wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du im Grunde als Grundlage für weitere Arbeiten eine Super-Datenbank erarbeiten, könnte man das so nennen? Ich würde nicht sagen super, das klingt jetzt schon sehr hochgegriffen, aber eine Datenbank, ja. Und vielleicht findet die nach meinem Ableben jemand und der kann dann noch weitere Sachen hinzufügen, vielleicht findet er noch irgendwo einen Langhaarigen, vielleicht findet er einen chinesischen Roman aus dem 15. Jahrhundert, einen Langhaarigen, und der kann dann auch das wieder einarbeiten, dann ändert sich der Archetyp vielleicht so ein bisschen, um das abzudecken, aber genau, ja, das ist so die Vorstellung. Da gibt es ein ganz interessantes soziologisches Buch, ich habe jetzt leider nur den Titel parat und nicht den Autoren, Otaku is Japan's Database Animals, da geht es tatsächlich um etwas ganz Ähnliches wie das, was du da gerade beschreibst, nämlich um Otakus, also japanische obsessive Anime- und Manga-Fans. Die Studie ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube, der Kern besteht auch heute noch, die ihre Tage damit verbringen, auf Websites Anime- und Manga-Figuren in verschiedene Kategorien einzuordnen, auf Websites zu katalogisieren. Da gibt es dann zum Beispiel den Tsundere-Typ, da gibt es das Manic Pixie Dream gehört nicht unbedingt, aber das wäre heutzutage vielleicht auch eine Kategorie. Und im Literaturwissenschafts-Subreddit tauchte dieses Buch einmal auf mit dem Kommentar eines Professors, dass das, was diese Otakus machen, im Grunde die absolute Basis sei, wie man wissenschaftlich arbeiten würde. Er meinte das abwertend, aber ich glaube, dass man das auch durchaus positiv sehen kann. Wie unsere Zuhörer vielleicht inzwischen wissen, bin ich ein großer Arno Schmidt-Fan und Leser, und Schmidt hat einen nicht unerheblichen Teil seiner Arbeitskraft darauf verwandt,
Ähnlichkeiten zwischen Werken herauszuarbeiten. Er hat Adalbert Stifter ein Plagiat von James Fenimore Cooper angelastet und ähnliches. War fasziniert vom Motiv der Hohlerde, das er dann wirklich an verschiedensten Stellen auch identifiziert hat. Und es mag leicht sein, sich über diese mitunter etwas monomanische Arbeit lustig zu machen, aber ich denke, dass auch die ihren Wert hat, denn ja, nehmen wir das Beispiel der Datenbank, ich klicke rein Hohlerdengeschichten, dann vielleicht noch ein bisschen spezifischer Hohlerdengeschichten mit einem weiblichen Nebencharakter oder was auch immer, dann haben wir natürlich gleich wieder das Freudianische, eine Flucht in den weiblichen Körper und so weiter. Mhm. Aber genau das ist dann der Punkt, wir haben erstmal eine Datenbasis, mit der wir arbeiten können. Das ist, denke ich, schon viel wert. Und daher würde ich auch diese Auflistung, sofern sie systematisch erfolgt und ja, wenn ich jetzt sage, mit wissenschaftlichem Anspruch sind wir in einem Kreisschluss, aber solange sie nach einer gewissen Systematik erfolgt, kann sie zumindest Wissenschaft sein, würde ich behaupten. Ich glaube, ein Problem, in das man so ein bisschen läuft, ist, also das mir zumindest häufiger irgendwie vorkommt, ist, und ich weiß, es ist allgemein ein Problem in der Theoriebildung, das erinnere ich mich an die guten Soziologie-Seminare, ist die Frage, also was ist Henne und was ist Ei? Also wenn ich jetzt so eine, ich habe das jetzt Archetyp genannt, aber in der Soziologie ist das dann jetzt, ich glaube, Ideotyp, ich weiß es nicht mehr. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Menge von Einzelfällen habe und ich stelle sie jetzt als, also ich habe jetzt eine Theorie, ich bilde jetzt irgendwie eine Theorie und ich habe jetzt eine Menge von Einzelfällen und ich stelle die jetzt irgendwie als, und ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen in Hinsicht auf Definition von Genre, und ich stelle die jetzt irgendwie als eine Gruppe irgendwie heraus, dann auf welcher Basis tue ich das, ne, wenn ich noch keine Theorie habe? Das tue ich natürlich auf der Basis von subjektivem Eindruck irgendwie, ne? Ich treffe da irgendwie eine Auswahl. Und deswegen bestehe ich auch darauf zu sagen, dass das, was ich jetzt tue, offen ist. Ne? Also neben dem, das muss man natürlich unterscheiden, ne? Ich habe natürlich nicht den ganzen Tag Zeit, ich habe schon viel Zeit, aber nicht den ganzen Tag Zeit, fiktionale Werke zu lesen oder anzuschauen oder was auch immer. Ne? Also das ist schon mal der Grund, warum das allein schon aus biografisch, weiß ich nicht, lebensführungstechnischen Gründen beschränkt sein muss, ne? Was ich daran alles aufnehme. Klar. Aber das andere ist auch, und das finde ich schwieriger, ist, manche Sachen sprechen mich eher an als andere. Ne? Warum möchte ich jetzt das eine aufnehmen und das andere nicht? Und das finde ich schwieriger. Also warum kommt einem das eine mehr passend vor als irgendwas anderes? Wenn man noch gar keine Theorie davon hat, wie die Dinge zusammengehören. Ne? Also das ich glaube, das ist nochmal ein subtil anderes Thema. Aber ist klar, was ich meine? Ja, ich denke schon. Also es ist ein bekanntes Problem mit der Theoriebildung, dass man irgendwie, wenn man gar keine Theorie hat, woher nimmt man dann das Wissen darüber, aus welchen Typen man jetzt eine theoretische Kategorie bildet. Ne? Also das kommt einem irgendwie so vor, ne? Kommt einem irgendwie ähnlich vor und dann macht man das so. Ne? Aber man hat es ja noch nicht. Und dann, wenn man sie hat, erstmal dann kann man vielleicht gucken, okay, welche anderen Objekte gibt es, die noch diese Eigenschaften haben und welche Eigenschaften teilen die sich vielleicht noch, die man vorher nicht bemerkt hat? Dann kann man vielleicht das noch der theoretischen Kategorie hinzufügen und so weiter. Gut, das geht jetzt auch wieder so ein bisschen in eine Problematik, die ich sowieso jetzt habe. Ich gehe sowieso davon aus, es existieren alle Kategorien. Ne? Das ist was im westlichen Denken nicht so beliebt. Ne? Hatten wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir das schon mal thematisiert hatten. Aber ich glaube, man kann auch eine Kategorie bilden aus dem Fenstersims und den Kapitalisten Irlands im 18. Jahrhundert zum Beispiel. Da kann man gucken, welche Eigenschaften teilen die sich. Vielleicht teilen die sich sehr, sehr wenige wahrscheinlich. Ne? Aber also man kann trotzdem ihre Gemeinsamkeiten beschreiben, würde ich sagen. Gut, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, was die Problematik so ein bisschen ist bei der Frage, ist das Kunst, ist das Wissenschaft, ist die Annahme, dass materiell oder implizit, ich weiß nicht, wie explizit sie ist, aber die implizite Annahme, dass materiell vorgefundene Ähnlichkeiten in einer gewissen Hinsicht realer sind als jetzt, was man so allgemein sagt, konstruierte. Ne?
würde ich jetzt sagen. Also Ameisen einer Ameisenspezies sind tatsächlich eine Kategorie, ne? Während die Frage ist jetzt die sind jetzt die bestimmten Werke einer Literaturgattung tatsächlich irgendwie wirklich in einer Kategorie oder nicht, ne? Oder ist es einfach nur der subjektive Eindruck von Ähnlichkeit? Ist natürlich dann schwieriger, ne? Und das, ich weiß, es ist von manchen Leuten sehr explizit vertreten, auch von einem ehemaligen Dozenten von mir, der irgendwie sagt, ja, es gibt die tatsächliche, wirkliche Wirklichkeit der Wissenschaft, ne? Und die gibt es auch wirklich und die materiellen Sachen kann man auch finden, das sind irgendwie Atome und so weiter. Und dann gibt es noch so, ja, so sozial konstruierte Sachen, das ist alles irgendwie. Ja, das ist nicht so in demselben Sinne wirklich. Und damit habe ich ein Problem. Das geht jetzt schon sehr, sehr weit, aber thematisch. Aber damit habe ich das Problem. Also ich glaube auch, dass die Ähnlichkeit zwischen, also warum qualifiziert es jetzt mehr dazu, zu einer Kategorie zu gehören? Also ich möchte einschieben, wenn sich Dinge mehr Eigenschaften teilen, dann würde ich sagen, dann haben sie vielleicht eher einen Anspruch darauf, Kategorie zu sein. Aber was ist jetzt, und das hatten wir, glaube ich, in der allerersten Folge, warum sollte jetzt nicht alle lilafarbenen Dinge im selben Maße eine Kategorie sein wie, also zum Beispiel alle lilafarbenen Dinge in einem Raum sind jetzt eine Kategorie und nicht, also nicht weniger als jetzt zum Beispiel weiße Trauben und lila Trauben eine Kategorie sind, ne? Würde ich jetzt sagen. Aber, und ich glaube, da kommt man so ein bisschen in die Problematik, wenn jetzt die Otakus, zumindest scheint es mein Eindruck zu sein. Wenn jetzt die Otakus finden, dass man bestimmte Charaktere als Tsundere oder was auch immer einteilen kann, dann glaube ich, krankt der Respekt für diese Arbeit daran, dass man solche Ähnlichkeitskategorien, die allgemein für subjektiv gehalten werden, in beliebiger Anzahl erstellen kann. Und ich glaube, das schmälert das, glaube ich. Ne? Also ich habe keinen Zweifel daran, dass es diese Eigenschaften wirklich gibt, diese Ähnlichkeiten. Und vielleicht ist es auch wertvoll, das herauszustellen, ne? Dass es irgendwie, weiß ich nicht, Asuka Langley derselbe Charaktereigenschaften hat wie, weiß ich nicht wer. Ich glaube, das ist der Tsundere-Typ. Ja, müsste sein. Ich bin da auch nicht so drin, aber Ja, ich glaube schon. ich bin ja nicht mehr so aktiv, aber ich erinnere mich an diese Begrifflichkeiten irgendwie noch. Das sind die, die ihre Liebe durch Wutanfälle zeigen und sowas. Genau. Ja, und ich glaube, woran es krankt, dass man das irgendwie im selben Maße respektiert, ist mein Eindruck, ist, dass man bei der Ameise irgendwann sagen kann, okay, die Ameise ist tatsächlich, gehört jetzt zu dieser und jener Spezies und wir haben sie jetzt irgendwie fixiert, ne? Während der Tsundere-Typ ist ja nicht, also ist ja nichts Exklusives, ne? Also die sind ja ganz viel, die sind außerdem noch rothaarig. Wie ich das vorhin gesagt habe, ne? Also das kann ja alles Mögliche sein. Also langhaariger Supermenschen-Diktator. Ja. Das ist aber nicht alles, was sie sind. Also die können ja noch irgendwas anderes sein. Vielleicht trägt gerne rot, dann hat man wieder eine ganz andere Kategorie und so weiter. Und vielleicht Eigenschaften, die sie sich vielleicht mit ganz anderen Charakteren teilen. Und ich glaube, diese Beliebigkeit in den Kategorien, die man finden kann, mit der ich kein Problem habe, aber von der würde ich sagen, dass die Fähigkeit, dass irgendwelche Leute sich irgendwo hinsetzen und irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen Charakteren feststellen und dann aus meiner Sicht vollkommen legitim sie in Kategorien einteilen, aber genauso gut tausend andere Möglichkeiten da wären, wie man Kategorien erstellt. Das, glaube ich, sorgt dafür, dass diese Art von Arbeit nicht so respektiert wird. Und ich glaube, das ist eine Art von, ja, eben die Unterscheidung. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich jetzt eine Unterscheidung ist zwischen Konstruiertem und materiell Vorhandenem, aber zumindest in dem, wie man über die Kategorisierung in der materiellen Welt denkt. Also ich glaube, man könnte dasselbe auch in der materiellen Welt vielleicht vornehmen. Wie gesagt, also vielleicht teile ich jetzt Orang-Utans und Menschen nicht in zwei unterschiedliche Spezies ein, sondern ich sage jetzt, es gibt, das sind wir bei der chinesischen Enzyklopädie von Foucault, man könnte sagen, es gibt Menschen und Orang-Utans, die gerne Bananen essen. Und das ist jetzt eine Kategorie. Und Menschen und Orang-Utans, die nicht gerne Bananen essen, sind eine andere Kategorie. Macht man gemeinhin nicht so. Also wenn man denkt, irgendwie in der
materiellen Welt gibt es recht klare Einteilungen, wie die Dinge sind, und dann sind die irgendwie fixiert und sind in einer, zumindest in einer privilegierten, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das ist die Unterscheidung, die sich da irgendwie findet. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in der Literaturwissenschaft zustande gekommen ist, dass es jetzt diese Handvoll von etablierten Theorien darüber gibt, für was eine Metapher ist. Ich weiß nicht, welchen Anspruch das hat. Das ist vielleicht auch zu kurz gekommen in den vorherigen Diskussionen, ob man jetzt tatsächlich den Anspruch hat, dass, wenn ich irgendwas nach Freud lese, dass es wirklich irgendwas über die Realität aussagt. Das weiß ich nicht. Oder ob man jetzt nicht auch einfach 1000 andere Bücher erstellen könnte, 1000 andere Systeme, nach denen man, ich stelle mir das so ein bisschen wie das I Ching vor, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das I Ching. Ja, klar. Genau, so stelle ich mir das so ein bisschen vor, da sitzt man irgendwie wie das Orakel vor dem I Ching, ne? Und so ein großes Buch, wie man das lesen muss, und so stelle ich mir das vor, ne? Also ich habe irgendwie das Werk vor mir und dann habe ich so ein dickes Buch, wie ich das auszulegen habe, und dann gucke ich, aha, hier, Höhle, dann gucke ich bei Freud, Höhle, Vagina oder Gebärmutter, ne? So stelle ich mir das vor. Ob man da nicht auch einen ganz andere Chiffren dazwischen legen könnte, ne? Also ob es wirklich irgendeinen Grund gibt, warum man jetzt die Existierenden irgendwie bevorzugen muss, ne? Klar, wie gesagt, es sind natürlich politische Gründe, auch würde ich jetzt sagen, da bestehe ich auch drauf. Vielleicht kann man den Streit irgendwann mal ausfechten, ich weiß nicht, vielleicht sind wir uns da auch einig. Aber vielleicht kann man dann ganz andere Übersetzungen dazwischen schalten. Ne? Vielleicht bedeutet dann Höhle irgendwas ganz anderes. Und dann kann man natürlich sagen, was ist das dann? Ne? Also dann kann ich ja auch beliebig, also dann kann ich beliebig viele Metaphern aus allem erzeugen. Dann ist der Erkenntnisgewinn ist dann immer noch da, aber der Erkenntnisgewinn ist dann eben nur noch, wenn ich dieses und jenes Werk unter dieser und jener Prämisse seiner Bedeutung lese, dann entstehen diese und jene Metaphern. Was die Prämisse ist, ist dann austauschbar, und das wird dann auch wieder künstlerische Arbeit. Ne? Ich kann da jedes beliebige Übersetzungsmuster einschieben sozusagen. Ist immer noch Erkenntnisgewinn, aber es ist infinit dann. Ne? Ich weiß halt nicht, was der Anspruch ist, warum man jetzt Werke mit diesen Sachen liest, warum nicht jemand sagt, ja, ich denke mir jetzt meine eigene Übersetzung aus, und Höhle bedeutet jetzt, jemand hat Hunger zum Beispiel. Ne? Leerer Magen, warum nicht? Weiß ich nicht. Also was würde dann passieren, wenn jetzt jemand in Literaturwissenschaft gehen würde und sagen würde, ach nee, ich mag das alles nicht, halt das, ich mache jetzt was anderes. Ne? Ich weiß nicht, was dann passiert. Aber ja gut, ich weiß nicht, ob das jetzt kohärent war, aber zumindest in meinem Kopf hat sich das dargestellt. Ah ja, das ist schön. Ich weiß natürlich nicht, ob du das gesagt hast, was du aussagen wolltest, aber zumindest das, was du gesagt hast, war durchaus kohärent. Ich glaube, der Aufschrei in deinem letzten Beispiel wäre tatsächlich gar nicht so groß. Es gibt doch einige Literaturwissenschaftler, die so verfahren und quasi ein eigenes, ich sag mal, Metaphernsystem für die Analyse eines Textes verwenden. Wie meinetwegen der Protagonist kommt nach einer langen Reise an der Höhle an. Das signalisiert natürlich seinen Hunger oder seine Sehnsucht nach der Welt oder was auch immer. Wie viele wirklich knallharte Freudianer zum Beispiel, das kann ich dir dann gar nicht sagen, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber du hast da noch eine ganz interessante Frage gestellt, nämlich wie hoch eigentlich der Realitätsanspruch solcher Interpretationen ist. Sagt man nur etwas über das Werk aus oder auch über die Realität als solcher? It depends, würde ich sagen. Also das hängt tatsächlich sehr stark vom Interpreten ab. Will er das Werk analysieren oder will er, das gibt es gerade in der marxistischen, der feministischen und der freudianischen Literaturtheorie häufiger, eher seine Theorie demonstrieren, vielleicht auch beweisen, da gibt es ja nach wie vor einen gewissen Rechtfertigungsdruck. Also insgesamt würde ich schon behaupten, dass diese Denksysteme, Freudianismus, Lacanismus, was auch immer, oder Marxismus, meinetwegen auch die Hermeneutik, zwar an den Universitäten anerkannt sind, aber so gesehen nur der Mainstream sind. Es gibt noch sehr viele kleine Strömungen, die außerhalb der Akademie dann vielleicht auch gar nicht so bekannt sind, aber nicht nur eine Existenzberechtigung haben, sondern
auch akzeptiert, gelesen werden und nicht verlacht werden, weil die Höhle dann eben als Symbol für den Hunger gelesen wird. Ich muss morgen früh raus. Ja, okay. Dann schnell einen Cliffhanger. Zu deiner Aussage eben, der Unterschied zwischen Kunst oder Geisteswissenschaften und anderen, oder Wissenschaft und Kunst, das ist ja das übergreifende Thema. Dort der Unterschied, dass da eben wirklich irgendwie was ein greifbarer Unterschied ist, wie dein einer Dozent da gesagt hat. Ich würde ihm nicht 100% zustimmen, aber ich würde sagen, das ist in einer... Stellen wir vor, die gesamte Menschheit würde auf einmal zurückgesetzt werden in die Steinzeit und alles vergessen. Ja. Kultur und ähnliche Sachen und Soziales würde sich anders entwickeln, sehr wahrscheinlich. Ja. Wissenschaft, zumindest in ihren Grundlagen, würde wiederentdeckt werden. Wir würden irgendwann wieder so einfach sein, dass wir Atome entdecken, Elektrizität. Und ich würde sagen, da gibt es eben schon eine gewisse Form von Unterschied. Aber ich glaube, darüber können wir uns auch noch mal länger unterhalten. Ja. Ja, ich finde, dass das gesamte Gespräch heute war ein einziger Cliffhanger. Ich glaube, das Thema wird uns, wie ja auch vorhergesagt wurde, noch länger beschäftigen. Aber ja, Menschheit zurück in die Steinzeit versetzt. Katastrophe. Das ist, glaube ich, ein guter Abschlusspunkt. Damit können wir uns das nächste Mal beschäftigen. Okay. Simon hatte, glaube ich, auch was. Ach so, ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich finde auch, dass das ein sehr schöner Cliffhanger ist, der unsere Zuhörer, die dann, wenn diese Folge hochgeladen ist, bestimmt schon im zweistelligen Bereich sind, bis zum nächsten Mal beschäftigen kann. Ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr da wart. Lasst euch nicht vom Säbelzahntiger fressen, sonst könnt ihr nächstes Mal nicht mehr dabei sein. Sich wundersam durch die Apokalypse erhalten habenden Discord. Genau. Okay. Wunderbar. Ja. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.